Unruhe in Frielendorf ferner. Es war kurz vor 20 Uhr, als Beamte eines Sondereinsatzkommandos den mutmaßlichen Mörder des 17-Jährigen, der am Freitag in Fulda bei einem fingierten Autokauf erschossen wurde, festnahmen. Der 38-jährige Tatverdächtige und dessen 30-jährige Lebensgefährtin waren seit den Nachmittagsstunden in diesem Haus auf einer Feier. Das Paar aus Mittelhessen soll beim Verlassen des Hauses vor dieser Tür festgenommen worden sein. Vor dem Haus parkte auch der gesuchte dunkle 5er BMW mit Konstanzer Nummernschild. Nach Auskunft von Anwohnern waren Polizisten bereits Stunden zuvor in dem Ort postiert. Sie warteten offenbar auf einen günstigen Moment für einen Zugriff. Am Tag nach der Festnahme wird das Haus, in dem die Feier stattfand, von etlichen Pressevertretern aufgesucht. Die Polizei hat einen Streifenwagen abgestellt, der die Bewohnerin vor weiteren Presseanfragen schützen soll. Es wird wohl noch einige Tage dauern, bis wieder Ruhe in Ferner einkehrt.